natürlich nicht von der Schülerin hier am Jahresabend, kann ich mit dem Publikum singen. Also, wenn ihr zu Hause seid, wir brauchen einen Vollgas. Dankeschön, Antwort. Ungefähr vor 200 Jahren. Und nachdem bei Pferden derselbe Spruch gibt, gilt bei Leuten, die Scholle trägt den Rücken, haben sich aus diesem Afrika robuste Kleinpferde entwickelt, die eigentlich als vornehmste Aufgabe das Tragen von Lasten hatten. Und diese Lasttragepferde kamen über den Zweiten Weltkrieg auch nach Bayern, wurden dort von der Wehrmacht eingesetzt als Tragtiere im bayerischen Oberland und im Allgäu. Und als der Krieg vorbei war, haben unsere Oberländer Bauern diese Rasse gehalten, haben sie ein bisschen veredelt, weil ja ursprünglich schon Araberblut in diesen Adern geflossen ist, wieder mit Araber herzuziehen. Und so das Tragtier Afrika zu einem modernen Rutsch von Reitpferden zu veredeln. Was wir hier sehen, das sind unsere besten Franken, die wir haben. Die Oberpfalz, der jetzt aus und drei Leute zusammen dazu gehabt, die uns mal ihre Haftung vorstellen. Und lassen Sie mich gleich mal unten beginnen. Klaus Huber, das ist er, der kommt aus dem Süden Nürnbergs, um das mal so zu sagen, der hat uns hier einen Juckerschieb angespannt. Die Jucker-Anstammung, also diese fünfstellige Anstammung, wird zügig oder überwiegend in Ungarn gefahren. Deshalb nennt man das auch ungarische Anstammung. Er hat Hengste angespannt, Sie sehen, wie aufmerksam Sie alles beobachten, sich interessieren. Und er hat einen Wagen angespannt, den sich nur höhere Herrschaften leisten. Und ein Vis-à-vis, mit dem man im Sommer bei schönem Wetter in den Park gefahren ist, und deshalb nennt man diesen Wagen auch Parkbar. Herr Huber ist immer greifbar, wenn es geht, Hochzeiten zu fahren oder Ausfahrten zu machen oder einfach nur mit den Pferden durch den Oberpfälzer Fränkischen Jura zu kutschieren. Dann hatten wir den Siegfried wieder. Der Siegfried und mit seinem Zweistimmer Eingang ist ein Bauernsohn, der hier auf der Kontamenta vor ungefähr 10 Jahren das erste Mal mit Bundeswind gefahren ist. Dann hat er ein paar Haken angespannt und dann durfte er einmal Rennen fahren. The Race heißt unser Programm bei der Gala. Wie gesagt, wenn Sie ein paar Karten wollen, müssen Sie sich beeilen. Es gibt noch welche, habe ich gesagt, aus dem Bäumer Center. Und dieser Siegfried, der war dann plötzlich Sieger in diesem Rennen, und da hat er Blut geleckt und hat seine Haflinger so trainiert, dass er heute zu den besten Fahrern Frankens, Bayern, Deutschlands gehört. Mitglied des Kaders, und er hat seine Haflinger angespannt, mit denen er auch an den beiden Galaabenden gegen die Europa- und Weltmeister fahren wird. Und wenn Sie diese Pferde einmal anschauen, wie er sich versammelt, die Aufmerksamkeit der Pferde, das Ohrenspiel der Pferde, dann sehen Sie, dass hier Pferdehand, Pferdemaul, Stimme und Pferdepersönlichkeit eine unglaubliche Verbindung besteht. Man hat den Eindruck, dass die Pferde jedes Wort, jeden Punkt hören, den der Siegfried dahinten sagt. Und dann kommen wir zu diesem wunderschönen Vierer zu. Matthias Kurs, auch hier, Partner von Siegfried, hat sich dem Fahrsport verschrieben, ist Hochleistungssportler und genauso wie sein Kumpel quasi ein Newcomer, der man 10 Jahre als langsamen Aufstieg bezeichnet, im Fahrerhimmel, in der Balance der besten Fahrer Bayerns und Deutschlands. Meister an der Leine. Der Afrika vom Tragtier, vom Gebirgspferd zum vielseitig verwendbaren Kutsch- und Freizeitpferd. Ich bedanke mich.
Ja, der Minister wurde besiegt, indem er gewinnt. Der lässt keine Möglichkeit aus, die Querdenker kein Hindernis zu gehören. So durch, ganz egal. Das Tempo, das er jetzt fährt, ist relativ ruhig und gelassen. Wenn er fährt, dann bleibt kein Auge trocken. Er lässt ihn laufen, wie seine Zeit, eben nur seine Batterie. Danke, Sie können.